glauben Sie, wie Sie zum Teil oder schon ganz das Heil erfahren haben. Es liegt alles in Ihrer Hand. Sie können alles haben. Sie können es auch loswerden. Loswerden Sie alles Gute, so Sie nur einen einzig bösen Gedanken aufnehmen. Dann haben Sie keine Verbindung mehr. Da gehen Sie all das Gute, Göttliche wieder verloren. Dann schwindet das aus dem Körper, denn da bleibt es dann nicht. Denn Sie bestimmen ja über Ihren Körper. Sie nehmen diesen Moment das Böse auf. Und Sie werden es da dann fühlen, dass Sie, das heißt Ihr ganzer Körper vom Bösen erfasst wird und dass Sie nicht mehr Herr Ihres Körpers werden. Da muss erst einer kommen. Da muss erst einer kommen, Ihnen die Hand auflegen, da muss Ihren Körper nah sein, ganz nah sein, dass der Strom, der Lebensstrom, den Sie ja auch wirklich als Heilstrom, das heißt, weil er Sie zum Heil führt, bezeichnen können, dass Sie dann das in sich aufnehmen können. Wie oft haben Menschen dieses wahrgenommen, wenn sie ihren Nächsten angetroffen, der Kopfweh oder irgendwo anders ein Bewegchen hatte, indem er sagt, nun beruhig dich nur, ich bin ja bei dir, es wird schon wieder werden. Und er glaubt auch, so er dieses spricht, es wird schon wieder werden, es wird schon wieder vergehen. Und tatsächlich, wenn er der Hand wieder wegnimmt, dann sagt der Betreffende, bitte lass die Hand oben, das tut mir so gut. Gut, wenn es dir gut tut, tu ich es noch einmal. Hören Sie, Freunde, ich brauche ja keinen Körper berühren, das wissen Sie doch. Aber Sie, wenn Sie es getan haben, auch schon in diesem Erdenleben, haben Sie die Erfahrung gesammelt, aber wieder beiseite gelegt. Aber Wahrheit ist es doch, was so gern eine Mutter tut, oder dass der Ehemann seiner Frau sagt, na, es wird schon wieder werden, denn ich glaube, das geht wieder vorüber, Mutti, es wird wieder gut. Jetzt glaubt die Mutter, der Papa sagt's, er ist ja stark, er ist vernünftig, was er sagt, das stimmt, die Erfahrungen habe ich gemacht, also glaube ich. Sehen Sie, da kommt der Glaube. Und tatsächlich, die Mutter wird gesund. Umgekehrt ist es, wenn der Papa krank ist. Und nicht anders ist es, wenn das Kind krank ist, die Mutter kann ihrem Kind mehr geben. Mehr als das Kind der Mutter. Deshalb, weil das Kind ja auch schon verbildet ist. Aber ein Kind, das noch nicht verbildet, das noch nicht um das natürlich Göttliche gebracht worden ist, kann allen, kann vielen helfen. Schauen Sie, Freunde, und nun greife ich nochmal zurück. Sie würden sagen, zu meinen Jugendjahren, dass ich nicht auf meine Eltern gehört, nie das befolgt, was sie von mir verlangten. Es war schwer, es war hart. Die Schläge, die auf meinem Körper ausgetragen wurden, weil die Eltern es nicht verstanden haben, es war schon was, und doch habe ich das geduldig ertragen. Ich bin keinem dieser Böse. Auch da nehme ich das Schlusssätzchen, Sie haben es nicht gewusst. Ich habe aber gewusst, wenn meine Mutter, das heißt die leibliche Mutter, ihren Körper hier verlässt. Sie hat mir kurz zuvor noch gesagt, ich habe gesagt, du wirst alles vorbereiten für deinen Geburtstag. Aber ich habe es meinen Geschwistern gesagt, eine halbe Stunde vor diesem wird sie gehen, wird sie ihren Körper verlassen. Sie sorgt für die Geburtstagsgäste. Aber hier ist der Mutter so viel gekommen, indem sie, nicht nur Tage, nicht nur Wochen, sondern schon Monate zuvor gesagt, als sie zur Erkenntnis kam, dass ich so ein Kind habe, habe ich nicht gewusst, daran habe ich nicht geglaubt. Denn ich bin doch ein sündiger Mensch und ich habe nicht glauben können, dass ich so ein Kind habe, dass das Kind das weiß, was wir Menschen nicht wissen. Mein lieber Junge, mein liebes Kind, Brunchen, sagt sie, sei nicht böse. Sag ich, bin es nie gewesen. Die gleichen Worte waren die des meines Vaters. Meines irdischen wie des himmlischen. Ich bin nicht böse. Ich nehme das Böse nicht an.
Aber die Wahrheit anzubringen, liebe Freunde, das ist schwer. Bei dem Menschen, der hier nicht mehr gotthörig, sondern nur menschenhörig geworden ist. Und jetzt glaube ich, wissen Sie, was Ihre Aufgabe ist, wozu ich dieses Erden, das heißt hier in diesem Erdenleben, dieses Werk ins Leben rufen durfte, wie viele Jahre ich habe warten müssen, bis es zu dem geworden, was ich früher, wo ich noch keine 2 Jahre alt war, sage ich, ich bin hier so alleine, ich will hier nicht bleiben. Ich finde hier keinen Menschen, der Gutes in sich hat. Ich wollte fort von dieser Erde. Schauen Sie, Freunde, auch hier musste ich diesen langen Weg gehen, bis ich es zu dem gebracht, dass ich wirkliche Freunde habe. Jedenfalls erst so weit, dass Menschen das Gute begrüßen, dass sie das Gute wollen. Und dass sie auch hier dem Guten folgen. Ich habe nicht die Pflicht und Schuldigkeit, sie zu überzeugen. Sie haben die Pflicht und Schuldigkeit, sich selbst von dem zu überzeugen, was sie selbst in Wirklichkeit, in Wahrheit sind. Und sie glaubten, ich wäre dazu verpflichtet. Nein, sie selbst. Und nun, meine lieben Freunde, so das Werk so herangewachsen. Wenn wir auch noch nicht über so viel Mitglieder bei uns haben, da schadet noch nichts. Die Mitglieder sind ja als weltlich anzusehen, Mitglied des Bundes zu sein, dass sie uns hierhingehend finanzieren, dass wir das schaffen, um uns von allem Bösen zu lösen, dass wir den Weg frei haben, denn hier müssen wir alles mit Geld, mit dem Mammon bezahlen. Nun möchte ich nicht zu weit sprechen, ich will noch etwas Tonband hier für unseren Freund Weber lassen, das ich auch gerne auf das Tonband aufgenommen hätte. Aber wir können uns danach noch gut unterhalten, ich möchte nur das Wichtigste noch sagen. Ich glaube, dass Sie jetzt wissen müssten, aber wenn Sie noch nicht so weit sind, aber schon wissen werden, was hier Ihre Aufgabe in diesem Werk ist. Diesem Werk, den Sie dienen, ist nicht, wie Sie sonst von sich sagen, weltlich gesagt, ja, Gröning-Werk. Nein, das ist Gottes Werk. Jetzt werden auch Sie wissen, was hier Ihre Aufgabe ist. Dass Sie das ehrlich, das Gutgewollte in sich aufnehmen. Und dass Sie, so Sie, so viel als nur irgend möglich, so Sie überschüssige Kraft in sich aufgenommen haben, so können Sie mit dieser Ihren Nächsten helfen. Sie können ihm dienlich sein. Für das Erste würde es so aussehen, komm, ich helfe dir über den Weg. Komm, bis du wieder den festen Boden unter den Füßen hast. Dann kannst du dich alleine bewegen. Nun, lebe wohl, mein lieber Freund. Aber soweit er hilfsbedürftig ist, müssen wir ihm helfen. Und wir müssen ihn dahingehend beraten und belehren können. Nur durch das Wissen, das ist unsere Pflicht. Und dieser Freund wird ihn dafür immer dankbar sein. Einen Lohn kann er Ihnen nicht geben. Den erhalten Sie auch nicht von dem, den Sie geholfen haben. Den erwarten Sie von Gott. Tun Sie jetzt möglichst viel Gutes. Nicht Gröning. Erst sich selbst zuliebe und dann Ihren Nächsten. Gott zuliebe. So sie auch heute hier sind, meine lieben Freunde, ich weiß, dass sie sich auf diese Stunde gefreut. So sie auch heute hier einen Herzenswunsch haben, dass möglichst viel ihrer Nächsten Hilfe erhalten, dass viele ihrer Nächsten das Heil am eigenen Körper erfahren. So sage ich mit Recht,
so sie glauben. Aber glauben kann der Mensch erst dann, wenn er weiß, was das Wörtchen Glaube ist, was das bedeutet. Er braucht mir nicht aufzuzählen seine Herzenswünsche. Er braucht mir nicht die Namen. Er braucht mir nichts von dem Übel zu sagen, von dem der eine so der andere ihrer Nächsten behaftet ist. Er hat die eine Pflicht und Schuldigkeit nicht was, sondern das zu tun, was er sich selbst und auch seinen Nächsten schuldig ist. Im anderen Fall, wenn der Mensch nicht an seine Nächsten denkt, sollte Gott ja nur einen einzigen Menschen auf dieser seiner Erde gesandt. Aber es sind viele an der Zahl. Und wir sollen jetzt nicht was, sondern das tun, was wir hier zu tun haben. Wir sollen die Ordnung wiederherstellen, wie Menschen hier durch die böse Führung die Unordnung hergestellt. Dass die Unordnung angewachsen ist, in der sie sich nicht wohlfühlen, indem sie selbst von dieser schon behaftet waren. Sie wollen frei sein. Dann tun sie das Rechte und lassen sie ab von all dem, das sie als schlecht an sich selbst, auch an ihrem eigenen Körper empfunden haben. Ich mache jetzt deswegen Schluss mit dem Ihnen soeben Gesagten, dass ich Ihnen mit auf den Weg gegeben habe, deshalb, weil mir das Tonband nicht reicht und ich möchte unserem Freund Weber noch einige Worte gelassen, die er uns auch noch zu sagen, was auch er in seinem Herzen trägt. Und dieses auch sein Herzenswunsch es ist, immer nur das zu sagen, was jeden Menschen so angeht. Nochmals, liebe Freunde, wir bleiben ja noch zusammen. Ich hoffe, nicht nur, sondern ich glaube wirklich, dass Sie mich, zumindest sich selbst jetzt verstanden haben. Also nochmals, alles Liebe Gute, kommt nicht von Menschen, sondern nur von Gott.